Kinga, du hast einen mehrsprachigen Ansatzpunkt für deine Übersetzung gewählt, der die Übersetzung des Originaltexts ins Deutsche, ins Englische und ins Ungarische so kombiniert, dass daraus eine ganz eigene Soundsprache entstanden ist. Und wir sind neugierig, warum hast du dich für diesen Ansatzpunkt entschieden und wie bist du bei der Übertragung vorgegangen? Die Sache war, dass ich ein bisschen meine persönliche Situation ausgenutzt habe. Also zufälligerweise bin ich wieder in Ungarn nach 8 Jahren. Und das ist eigentlich die längste Zeit, dass ich jetzt in meinem sozusagen Heimat verbringe. Und dann dachte ich mir, okay, hier ist es jetzt ein Fremdobjekt, also ein Text, eine irgendwelche, ja, Schaffenobjekt, was für mich ein fremdes Material ist. Und wie kann ich das so internalisieren? Also wie kann ich eine Kommunikation mit mir als Person oder als Decoder diese Sprache oder dieses Sprachelement irgendwie aufbauen? Und dann dachte ich mir, ich mache das in 3, aber eigentlich in 4 Steps. Also die Texte habe ich als Fremdobjekte einfach in Google Translator gesetzt. Und ich habe da keine Sprache ausgewählt, einfach so Fremdelement. Und dann zuerst ins Englische, weil das meine dritte Sprache ist. Und dann der Resultat habe ich ins Deutsche übersetzt als meine zweite Sprache. Und dann kam Ungarisch als meine Muttersprache, aber eigentlich ist Sound meine Sprache, was Beyond-Sprache ist. Und dann habe ich diese 4 Steps gemacht. Also am Ende kam es eine ungarische Version, was schon ein Vollcode-System war. Und das habe ich mit verschiedenen Ausspracheversuchen irgendwie soundisiert. Also das war eigentlich so ein persönliches Treffen oder eine Simulation, wie ein persönliches Treffen passiert. Also wie man sich nähert. Also im Prinzip hast du die Sprachen sofort in was anderes verwandelt oder sozusagen gar nicht auf die Semantik befragt, sondern eigentlich gleich transformiert in so eine andere Form von Begegnung eigentlich, die jenseits einer semantischen Begegnung ist, oder? Könnte man das so sagen? Ja, es war eher so ein organischer Versuch, glaube ich. Also es war wirklich pur persönlich, pur subjektiv und natürlich total desperate. Wie kann ich ein anderes System verstehen oder internalisieren? Wie kann Nähe passieren? Also man so datet sozusagen. Oder wir treffen uns jetzt auch hier und dann versuchen wir all unsere Art und Weise und verbale und nonverbale Kommunikation zu nähern. Und da haben wir unser Stil und so und so. Also ich hab wirklich diese Texte also eine fremde Person wahrgenommen. Und dann, wie können wir all the time nähern oder wie kann ich mit meinem Körper und mit meinen organischen Funktionen dieses andere sozusagen internalisieren. Dong, du hast ja auch sozusagen in deinem kleinen Statement auch ein bisschen über die Verzweiflung geschrieben, die man in dieser Begegnung erstmal mit diesem so völlig fremden Text vielleicht erfahren kann. Und du hast dann auch ein System gewählt, um sich, um dieses dir eigen zu machen. Und zwar hast du es als Jedermannsprache bezeichnet. Vielleicht führst du auch noch mal ganz kurz auf, wie bist du mit diesen Widerständen im Text umgegangen und wie hast du das so zu deinem gemacht? Ich denke, für mich, die Sprache ist immer die Lyrik. Also die Sprachen sind die Instrumente und man kann wählen, welches Instrument man spielt. Und für mich, okay, ich habe also für diese Aufgabe das Instrument, die deutsche Sprache gewählt, um zu spielen, ob die Sonette singen oder nicht. Und am Anfang habe ich gedacht, okay, vielleicht ohne aktives Verb, habe ich auch in meinem Statement gesagt. Aber dann habe ich einen Haufen von Gerundi und Partizipien und so weiter bekommen. Und ich fand die Übersetzung total schlecht. Und ich beschäme mich einfach oder ich konnte einfach die Sprache nicht
zähmen. Ich kann diese Sprache einfach nicht zähmen. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht soll ich einfach meine Verzweiflung zeigen, sozusagen, ich wollte einfach zeigen, okay, was sind die einfachsten Elemente? Die sind die Worte. Und ich möchte einfach die Worte in einen bestimmten Rhythmus führen im Deutschen. Und dann habe ich diese Form gewählt. Und also nur mit Bindestrich und alles in Kleinbuchstaben und auch mit diese vertikalen Zeichen. Und ich dachte mir, okay, naja, die Lyrik ist eigentlich eine Serie von Worten, die bedeuten. Und ich möchte das auch aus einer Einladung zu führen und die Leser einfach einzuladen, an diesem Projekt auch teilzunehmen. Es gab sehr viele Verzweiflungen, aber auch sehr viel Freude natürlich. Und ich finde, dass ich komme auch näher zu den Worten, zu den deutschen Worten. Und sie bekommen auch, sie sind Fan, da ich in Frankreich physisch in Frankreich bin, aber auch lebhaft, also wie dem letzten Wort in meiner Übersetzung. Sie sind einfach lebendig, also lebendiger geworden für mich durch diesen Prozess. Marina, bei dir ist auch eine mehrsprachige Übersetzung rausgekommen bei deinem Beitrag. Du hast deine beiden Sprachen, wie du sie nennst, das Deutsche und das Griechische verwendet. Und die kommen im Gedicht oder in deiner Übertragung nebeneinander vor, wenn gleich auch das Deutsche ein bisschen stärker gewichtet ist. Also der Großteil, der ist Deutsch. War dir von Anfang an klar, dass du diese Sonette in mehr als eine Sprache übersetzen würdest? Ja, also es hat so angefangen, ich habe die Einladung an den Translation Games teilzunehmen als eine Art Anregung zu einem Übersetzungsexperiment gesehen. Das heißt, eine Anregung, Dinge zu probieren, die ich normalerweise als Übersetzerin nicht darf. Und da das Konzept der Mehrsprachigkeit im Originaltext so eine große Rolle spielt, dachte ich mir, es auch zu übernehmen, so genau gesagt die Mehrsprachigkeit des Originals in einer Zweisprachigkeit umzuwandeln und dabei die beiden Sprachen, ja, wo ich mich zu Hause fühle, Griechisch und Deutsch, zum Einsatz zu bringen. Im Unterschied zum Original habe ich mich aber entschieden, dass die beiden Sprachen, also in den Übersetzungen, nicht separate Einheiten bilden sollen, also die durch den Sprachwechsel markiert sind. Das würde heißen, die erste Strophe ins Deutsche zu übersetzen, die zweite ins Griechische, die dritte wieder ins Deutsche und so weiter, sondern möglichst ineinander fließen sollen, also zu einer Art Osmose kommen. Dann ja, tauchte gleich die nächste Frage auf, an welchen Stellen genau soll ich das Griechische ins Spiel bringen? Und natürlich sollte das nicht willkürlich sein. Und ich habe das am Ende so gemacht, dass ich das Griechische immer dort verwendete, wo ich merkte, dass es vom Klang her oder vom Rhythmus her oder auch von einer bestimmten Bedeutungsnuance her, also näher zum Rhythmus oder Klang oder der Bedeutung der entsprechenden Stelle im Original wäre. Kinga, dein vierter Step deiner Übertragung sind ja diese internalisierten Sound-Bodies. Und du hast vorhin schon gesagt, das ist auch für dich deine Sprache quasi, der Sound. Was hat das gesprochene Wort, die gesprochene Sprache dem geschriebenen Wort voraus? Das war eigentlich die Sache, wie man das entwortet. Also das war sehr schön, was ihr beide jetzt gesagt habt, Dongli und Manina. Und ich habe ganz lange daran gedacht, okay, was ist mit den Worten und was ist mit den Bedeutungen? Bei mir war genau die Sache, wie man das dekonstruiert und wie man das so entwortet oder entbedeutet. Also wie man das so, diese Entfernung kreiert und wie man mit der Entfernung eigentlich die Nähe kreiert. Also am Ende dieser vierte Step, was man bei mir sehen kann, da gibt es null Bedeutung. Das sind nicht mehr Wörter, das sind bedeutungslose Codelemente, die aber uns die Freiheit geben, mit verschiedenen Mitteln oder in verschiedener Art und Weise Bedeutungen zurückzubringen, aber damit der Sound. Und dann, ja genau, jetzt kommt die Aussprache. Also eigentlich war mein Versuch, von diesen geschriebenen Codelementen ein Gesang zu machen. Also
ja genau, also ein Soundsystem oder ein Soundpoem zu kreieren. Und die große Frage war, wie man dieselbe Bedeutung dann zurückbringt, ob man das kann. Und dann, ob verschiedene Leute aus verschiedenen Sprachen oder sprachlichen Hintergründen dieselbe oder dasselbe Erkenntnis bekommen haben. Wenn man deine Lesung hört, und also mir geht es so, und wenn ich dann Marinas Lesung höre, in das ja auch plötzlich das Griechische so einbricht in das Deutsche, was ich verstehe, dann habe ich bei beiden Performances eigentlich den gleichen Effekt, nämlich dass ich was spüre, ohne dass ich es unbedingt sofort in Sinn übersetze, aber ich höre das sozusagen, man hört was und es berührt einen, und das ist, finde ich, das ist total interessant. Das funktioniert natürlich sofort da, wo du die Sprache nicht sprichst. Und dann ist es vielleicht auch erstmal unerheblich, ob es eine echte Sprache ist oder sozusagen eine grammatikalische Sprache oder eben eine Soundsprache, die sich nur für dieses eine Gedicht, die nur für dieses eine Gedicht funktioniert. Ich würde vielleicht auch noch dich, Marina, fragen wollen. Du hast in deinem Statement auch geäußert, dass die Übersetzung vornehmlich performativ funktioniert. Generell finde ich, dass die Lyrik, also mehr als die Prosa, ein Genre ist, das immer so eine performative Dimension hat. Und so gerade, weil es bei ihr also die Musikalität der Sprache, also der besondere Rhythmus der Sprache, der Klang der Wörter und so weiter, eine wichtige Rolle spielt. Und heutzutage gibt es sogar so eine klare Tendenz in der zeitgenössischen deutschsprachigen Lyrik, aber auch international, also dieses klangliche Element noch weiter zu betonen und zu erforschen und in den Vordergrund der eigenen Arbeit zu stellen. Die Performativität dieser Übersetzung ist allerdings von einer anderen Art, geht nämlich also von dem Verhältnis zwischen den beiden Sprachen aus, von ihrer Koexistenz im selben Text. Und dieses Verhältnis kann allein durch das stille Lesen nicht wahrgenommen werden. Also ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Leute diese Übersetzung lesen werden, werden den griechischen Teil überhaupt nicht lesen können, also gar nichts damit anfangen. Und auch diejenigen, also die vielleicht mit dem griechischen Alphabet doch vertraut sind, also weil sie vielleicht an der Schule Altgriechisch gelernt hatten oder ja, so etwas, also sind vielleicht mit der Aussprache und der Intonation des Neugriechischen gar nicht vertraut. Aber auch im Falle, würde ich sagen, also dass jemand diese Übersetzung doch lesen würde, also der also beide Sprachen beherrscht, auch in diesem Fall wird diese Klangkombinatorik, die ich hier probiert habe, erst beim lauten Lesen oder beim Zuhören, also wie die Gedichte von jemandem anders vorgelesen werden, freigesetzt und entfaltet. Und ich habe eigentlich selber während der Übersetzung die Wörter, die Zeilen laut gesprochen, um zu testen, also wie sie klingen. Dong, ich würde dich nochmal gerne fragen, weil du jetzt auch gerade in Frankreich bist und das Sonett ja auch so eine sehr französische Form ist. War es für dich von Anfang an klar, dass du diese Sonettform aufbrechen willst oder sozusagen die Strenge eigentlich wieder wegnehmen willst, ein bisschen von dem Gedicht, in dem du ja eigentlich ein sehr luftiges Stück Lyrik in deiner Übersetzung geschaffen hast? Kinkas Performance für mich, das ist eine Erfahrung. Und Marianne, so ist auch Mariannes Übersetzung. Ne? Ich lese nicht im Sinne vom Verstehen, also den griechischen Teil, aber die sind auch Symbole. Sie sind auch Gemälde für mich, mit drin in meinem Gedicht. Ne? Und für mich, es geht nicht unbedingt um Verstehen sozusagen, sondern wirklich zu erfahren, zu erleben. Und ich möchte oder ich mochte diese Form, einfach so eine Form ein bisschen brechen, sodass sodass die Leser einfach ihre eigene Form schaffen könnten. Das wäre mein Ziel. Ich finde das einfach okay. Ich glaube trotzdem, dass jede die Sprache der Lyrik spricht. Aber man weiß vielleicht das nicht. Aber durch Erfahrungen vielleicht entdeckt man auch diese lyrische Sprache in sich. Was ich mir gedacht habe, also dass bei allen Unterschieden also zwischen uns dreien,
denke ich, dass wir doch gemeinsam haben, also dass wir den Originaltext als Material betrachtet haben, also und das transformative Potenzial des Übersetzens erforscht haben. Also jeder natürlich auf seine Art und Weise. Also bei Kinga war dieser Prozess der Internalisierung, wie sie ihn nennt, das Akustische, also das im Vordergrund stand. Dong hat sich also von der ursprünglichen Versform des Werks total befreit und sich für eine andere Setzung der Gedichte auf der Seite und auf andere Interpunktionszeichen entschieden und so weiter. Bei mir war dieses Spiel mit den zwei Sprachen, aber uns allen war, denke ich, also dieser Transformationsprozess, also dieser prozessualer Wandel sehr wichtig. Man sagt immer, also auf Französisch, man sagt, okay, wenn man ins Deutsche übersetzt, dann die deutsche Sprache ist la langue arrivée. Das heißt ankommen, ne? Das bringt zu Hause. Aber ich glaube, das Experiment zeigt, dass es eigentlich nicht, es geht nicht um ankommen, sondern mitreisen, abreisen. Mhm. Ne? Das bringt auch mehr Erfahrung zu uns. Ich glaube, das ist wirklich etwas anderes als eine normale Übersetzung. Als ich das realisiert habe, wie viele von diesen Sprachen ich nicht spreche, also total unfähig werde, das zu übersetzen, also ohne Noise und ohne Schmutz und sowas, dann hatte ich diese Utopie oder diese Idee, dann ist es wirklich keine andere Möglichkeit, nur ein anderes System aufzubauen mit diesen Steinen. Und dann hatte ich irgendwie so vielleicht einen Wunsch, wenn ihr mein Codesystem guckt und dann ausspricht, vielleicht werden wir das dieselbe Art und Weise aussprechen.